Ja, mein Name ist Jürgen Hirner, ich bin Geschäftsführer der Stadtwerke seit ca. 4,5 Jahren jetzt da und meine Mission ist es eigentlich, gemeinsam mit meinem Team am Städten Richtung CO2-Neutralität zu bringen. Grob gesagt sind wir, glaube ich, so ein typischer Daseinsversorger für die ganze Gemeinde am Städten. Das heißt, wir haben neben dem Energiewirtschaftsthema, wo wir Energie produzieren und auch vertreiben, haben wir das Thema Trinkwasserversorgung, das Thema öffentlichen Personennahverkehr. Wir haben ein Bestattungsunternehmen bei uns im Portfolio und versuchen das Ganze unter unserer Dachvision, unsere Energie für deine Zukunft, mehr oder weniger am Städten nachhaltig zu gestalten, am Städten in der CO2-Neutralität zu bringen. Und diesen Spirit habe ich eigentlich ein bisschen auch von der Firma Fronius übernommen. Und diese Vision 24 Stunden Sonne hat mich sehr gecatcht und wir haben das versucht auch hier in der Stadt jetzt auch umzusetzen. Weil es kann einfach die Welt nur besser werden, wenn wir die Welt nachhaltig und mit erneuerbaren Energien gestalten. Die Freiflächenanlage, wo wir uns jetzt hier gerade befinden, das ist aktuell unsere größte Photovoltaikanlage mit einer Leistung von ca. 1,2 Megawatt Peak. Und insgesamt gemeinsam mit den Dachflächen haben wir aktuell eine Leistung von 2 Megawatt Peak in der Region. Diese Leistung möchten wir in den nächsten Jahren verzehnfachen, sodass wir unser Ziel von 2 Kilowatt Peak pro Einwohnerin und Einwohner in den Städten schnellstmöglich erreichen können. Für uns ist Verlässlichkeit ganz, ganz ein wichtiger Wert. Es ist auch die erste große Anlage, die wir bei uns im Gemeindegebiet errichtet haben. Und diesbezüglich haben wir geschaut wirklich nach hoher Qualität, nach Langlebigkeit, nach einem guten, coolen Servicekonzept. Und da sind wir bei der Firma Fronius am besten aufgehoben. Wir stehen für Nachhaltigkeit und hochwertige Produkte. Und da ist die Firma Fronius mit ihrer Produktpalette genau der richtige Ansprechpartner für uns, aber auch für unsere Kunden, weil gerade diese regionale Wertschöpfung auch ein ganz großer Wert ist, den wir als Stadtwerkebetrieb hier im regionalen Bereich vertreten. Und so gesehen passt das ganz gut zu unserer Installationsabteilung.